Pianoholic Production. Hallo ihr Süßen. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, auch wenn ich vielleicht momentan nicht so aussehe, aber wir sind hier voll im Stress. Nein, ich freue mich wirklich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr meine Videos schaut, weil ich habe jetzt eine neue Speicherkarte für meine Kamera und kann jetzt endlich wieder mit den neuen Videos loslegen und ja, kann euch wieder nerven. Vielleicht mögt ihr sie ja sehen, vielleicht doch nicht. Ihr könnt mir das ja mal unten in die Kommentarbox schreiben. Ja, wir sind hier absolut im Weihnachtsdekorationsplätzchen. Backen, Stress, also alles, was mit vorweihnachtlichen Sachen zu tun hat, da sind wir gerade total dabei. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon angefangen mit Hausschmücken oder jeglichen anderen Zeugs? Könnt ihr ja mal schreiben, weil bei uns sieht es nämlich momentan ungefähr so aus. Ja, der Weihnachtsbaum steht, so mehr oder weniger. Er ist aber noch nicht geschmückt, das müssen wir noch machen. Ansonsten, die Fenster sind dekoriert, das Haus draußen ist dekoriert und das am 22. November. Ja. Aber ich sag mal so, wenn die Hälfte der Familie amerikanisch ist, muss das anscheinend so sein. Gut, kommen wir zum 9. gemeinsamen Monat. Die Zeit rast und ich weiß, ich bin echt spät dran. Und ich sage es vorab, ich kann euch momentan nur die Größe von dem kleinen Mann sagen, weil ich es absolut verpeilt habe, ihn zu wiegen und den Kopfumfang zu messen. Aber das sei mir verziehen. Und deswegen fangen wir auch gleich mit der Größe an. Er misst jetzt ungefähr um die 80 cm. Ungefähr sage ich deshalb, weil ich meine zu glauben, dass er einen Wachstumsschub hat. Und da können immer noch mal so 1-2 mm dazu kommen, aber das ist ja jetzt auch egal. Er hat 2 Zähne, das habe ich aber glaube ich beim letzten Update schon erwähnt und er bekommt jetzt oben noch 3 Zähne, was echt unangenehm ist und ja, weil die kommen alle zusammen aufeinander und ach, das ist echt doof, aber er steckt es ganz gut weg, außer ein bisschen Schnupfen und ja, dass er halt ein wenig aufgeschnitten, dass er ein wenig Mama und Papa bezogener ist. Ja, ansonsten merkt man es eigentlich nicht. Und für die ganz schlimmen, ganz schlimmen Stunden haben wir vom Kinderarzt auch einen Fiebersaft verschrieben bekommen. Und dadurch kann er nachts ganz gut schlafen. Auf Holz geklopft. Ich hoffe, es bleibt so. Er kann 3 Wörter sprechen schon. Das wäre einmal Papa und Daddy und da. Papa und Daddy ist das gleiche, aber ja, da mein Freund dualsprachig unterwegs ist, ist das wohl verständlich. Und da, das sagt er einfach, weil die ganze Familie ihm ganz viel zeigt und sagt mal, Tyrone, guck mal da oder Tyrone, guck mal da. Und deswegen sagt er das. Essen tut er sehr gut. Meiner Meinung nach zu gut. Ich glaube, da sollten wir etwas auf die Bremse treten langsam, weil er doch schon sehr schwer ist, meiner Meinung nach. Aber ich kann mich auch täuschen wegen der Größe. Gut, er isst sehr gern Gemüse, Kartoffeln und Paprika und ja, Karotten und alles, was es an Gemüse gibt, was man klein stampfen kann. Das isst er echt, echt gerne. Und Fleisch, Wurst, das ist ja alles so sein Fall. Also das isst er ganz gerne. Ansonsten kriegt er immer noch seine Gläschen ab und an. Ich koche auch frisch, ja. sein Milchbrei, Getreidebrei und abends kriegt er noch sein Fläschchen, das ist von Hip, das ist die gute Nachtflasche mit Getreide, Vollkorngetreide irgendwie
Und ja, die sättigt ganz gut. Und mittags kriegt er noch die ganz normale Flasche, also die ganz normale Milchflasche. Das ist die, ja, ab dem 10. oder nach dem 10. Monat. Ja, aber ich war da schon auch mit den anderen, ja, wie nennt man das? Mit der anderen Milch, also die man von Monat zu Monat ja immer wechseln muss, war ich schon immer ein, zwei Monate oder anderthalb Monate früher, weil er einfach, weil ihm einfach die andere Milch nicht mehr gereicht hat. Also ich habe da eigentlich immer schon so ein bisschen die Sachen vorgezogen, weil ich finde, dass er auch schon sehr weit ist. Ja, ansonsten krabbeln, das möchte er noch nicht so wirklich. Er liegt zwar auf dem Bauch und dreht sich vom Bauch auf die Rückenlage und auch wieder in die seitliche Position und zappelt auch ganz wild rum, wenn er auf dem Bauch liegt, aber mit dem Krabbeln, das möchte einfach noch nicht so wirklich funktionieren. Leider. Wir haben ihn auch schon animiert mit verschiedensten Sachen und sei es auf der Krabbeldecke, im Laufstall, im Bett oder auf dem Sofa. Es hat noch nicht so wirklich funktioniert und ja, wir überlegen weiter, was wir da noch machen können. Aber wenn ihr einen Tipp habt, könnt ihr mir jetzt auch gerne in die Kommentarbox schreiben. Laufen? Ja, das geht mal so, mal so. Obwohl man das nicht wirklich als Laufen schimpfen kann, wenn er in seinem Gehfrei sitzt, ist das eher eine hüpfende Fortbewegung. Aber ja, er freut sich, dass er dann mit seinen Geschwistern mithalten kann, wenn sie alle zusammen spielen. Und ja, da ist er dann doch gerne dabei. Und das kommt dann auch, denke ich mal, nach und nach. Also wenn man dann ihn so hält und versucht ihn so ein bisschen mit den Füßen auf den Boden kommen zu lassen, da nimmt er seine Füße dann hoch und meint so, also guckt einen dann so an, als ob er meinen würde, Mama, hast du einen Knall? Deswegen überfordere ich ihn dann jetzt noch nicht. Er hört sehr gerne Musik. Er tanzt auch immer so ein bisschen mit, das finde ich ganz lustig. Ansonsten fidel, er wächst, er gedeiht. Und ja, ansonsten gibt es da gar nicht mehr drüber zu erzählen. Ja, ich glaube, ja, das war es erstmal. Ja, das Video war jetzt nicht allzu lang, sei mir aber auch verziehen. Anbei möchte ich jetzt euch noch gerne ein Buch empfehlen, was ich mir vor längerer Zeit gekauft habe und wo ich jetzt reingelesen habe und was ich ganz toll finde. Es hat jetzt zwar nichts mit dem Entschuldigung, mit dem Update zu tun, aber ich finde das ganz toll und das würde ich euch gerne mal zeigen. Einen Moment. Und zack. Das ist von dem Roh Verlag. Und die Schriftstellerin heißt Renate Bergmann. Also eigentlich genauso wie die Frau in dem Buch. Also egal. Es heißt auf jeden Fall, ich bin nicht süß, ich habe nur Zucker. Und ja, eine Online-Omi sagt, wie es ist. Also es ist ein ganz tolles Buch, in der eine Oma ganz lustig und ja, wirklich blumig ihr Leben beschreibt, wie sie anfängt, die Welt online zu erkunden. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist echt witzig. Und anscheinend gibt es diese Oma wirklich und die twittert wohl auch gerne. Und ja, ich bin jetzt nicht in Twitter unterwegs, aber vielleicht könnt ihr sie ja mal suchen in Twitter oder so. Würde mich echt interessieren. Ja, Renate Bergmann, ich bin nicht süß, ich habe nur Zucker aus dem Roh Verlag für 9,99 €. Und ja, schaut mal rein.
Ich finde es echt cool und ich bin jetzt auf Seite 75 und ja, meine Empfehlung an euch, wenn ihr ein bisschen schmunzeln wollt und vielleicht das ein oder andere vielleicht von eurer Oma noch erkennt, dann ist das Buch wirklich das Richtige für euch. Ich finde es wirklich richtig lustig. Und zu guter Letzt habe ich ein kleines Rätsel für euch. Ja, das war jetzt blöd, ne? Nein, ich habe wirklich ein kleines Rätsel für euch. Ihr werdet in nächster Zeit, in der Zukunft vielleicht, ich kann euch aber noch nicht sagen, wann, viel mehr Videos von mir sehen. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich euch dann noch verraten darf oder kann, aber nee, wir lassen es erstmal dabei. Ihr werdet vielleicht in nächster Zeit, in naher Zukunft, hoffentlich in naher Zukunft, mehr Videos von mir sehen. Und die werden wahrscheinlich wöchentlich kommen. Nicht jede Woche, aber alle paar Wochen. Ja, mehr verrate ich erstmal nicht. Und jetzt viel Spaß beim Raten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Video, das da wahrscheinlich sein wird. Eine Morgenroutine. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr das gerne von mir sehen wollt oder nicht. Das könnt ihr mir alles in die Kommentarbox schreiben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mich wie immer abonnieren. Hier oben irgendwo. Und das ist übrigens kostenlos. Ihr könnt mir folgen auf Facebook und Instagram. Ja, und ich würde sagen, einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. You're like a fiction, some kind of holiday.